Hey ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Wasteland. Wir joinen einmal auf den Server und hoffen, dass wir nicht direkt sterben. Ich habe bei den anderen in der Folge gesehen, dass hier irgend sowas komisches bei uns ist. Dafür habe ich ja zum Glück meinen Auslockraum. Okay. Shiro ist ein bisschen blass geworden. Okay. Hier scheint safe zu sein. Alles klar. So. Das sieht mir schwer nach der Hexenhütte von Shiro aus. Ich weiß es nicht. Müssen wir dann mal beobachten. Gut, wir pflanzen auf jeden Fall hier direkt mal die nächsten... Oh, nein! Oder auch nicht. Nächsten Stufen an. Das ist blöd, dass man mit dem Rechtsklick abernten kann. Und gucken wir nach unserem goldenen Schokobo. Oh, da hat jemand weitergezüchtet. Wir haben jetzt 3. Noch viel mehr goldene Schokobos. Das ist natürlich super. Das ist doch super. So. Ah, okay, die kriegen schwarze Bänder. So. So, dann haben wir ein Weibchen. 2 Weibchen haben wir bekommen. Das ist der Folgemodus. Dann komm auch mal mit hier. Okay. So, Golden Güsal. Warten wir die 2 dann nochmal vermählen hier. Oh, ein schwarzes noch. Das ist doch auch schick. Noch ein schwarzes bekommen. Wir gucken mal, dass wir noch ein weißes kriegen. Und dann müssen wir noch mal die hier holen. Und zwar einfach du und du. Ja, da macht ihr 2 zusammen. Ah, da haben wir ein weißes. Hehehe. Alles klar. Vielleicht kriegen wir noch eins. So, mitkommen. Genau, du mal da rein. Okay. Die 5 Mädels. Mir hat übrigens mehrere in den Kommentaren gesagt, dass das mit den Federn die Männer sind und nicht die Weibchen. Demnach, ja. So. Kleines grünes Ding einmal da rein. Kriegen wir das Weiße hier weggeschoben? Nee, ist natürlich jetzt direkt hier in die Ecke geflutscht. Okay, wenn es dann groß ist. So, hier haben wir ein schwarzes und ein goldenes drin. Alles klar. Alles klar. Passt erst mal. So. Wir hier natürlich gucken, dass hier kein Unkraut wächst, ne? Da wachsen Seeds. Okay, die können wir dann direkt mal. Verbessern lassen. Was haben wir denn hier? Was kriegen wir hier raus? 5, 5, 5. 6, 6, 5, 5, 5.
Ja, das ist jetzt ein undefinierter Weizen, aber eigentlich... Oh, doch nicht so schlecht. So, den da rein. Das waren Karotten, ne? Was haben wir denn hier? 555. Ich weiß gar nicht, Bob und so meinten, das Wasser würde laufen, aber bei mir läuft das Wasser einfach die ganze Zeit nicht. Woran liegt es? Hat die Partikel irgendwie, ich habe eigentlich nichts verändert. Alle Partikel, nö. Eigentlich habe ich nichts verändert. Ist hier irgendwo ein Hebel, den ich nicht sehe, den wir anmachen müssen? Nee, ne? Keine Ahnung. Boah, du musst mir mal erklären, wie dieses scheiß Wasser geht. Bei mir geht dieses Wasser nie. Frag mich nicht, wieso. Okay. Wir ernten mal hier ein bisschen. Genau, wir wollten nämlich hier anfangen, diese Seeds, die wir da gezogen haben. Und zwar diese hier. Karotten und Kartoffeln. Dann immer hier anzupflanzen. Okay. Können wir das nämlich einmal durchbraten. Okay. Ein bisschen was zu essen, ein bisschen was zu essen. So, einmal Heiermachi. Melonenkerne, Melonenkerne, okay. Gehen wir den einmal definieren lassen. Vier, drei, zwei. Ich
Ich mach mal so, dann kann man hier mal die alten Sachen oben packen. Okay, so. Und so. Kartoffeln 232. Karotten 233. Okay, können wir hier wieder anpflanzen. Den Potato Seed. Und da haben wir den Karotten Seed. Und hier am Rand kann man die Melonen packen. Okay, wir verbessern uns auf jeden Fall. Und schauen jetzt mal, wo sind unsere ganzen Kühe? Okay. Hier sind jetzt scheinbar Hühner drin. Ich fange jetzt mal an, mit meinem Excavator hier so ein bisschen flach zu machen. Das können wir jetzt mal anfangen. Ich habe ja das Werkzeug schon dafür. Da haben wir ihn. Und dann können wir nämlich dann da für die Tiere einen Stall endlich hinbauen. Weil so finde ich das, oder so Gehege. Ja, mache ich mal hier in die Ecken. Weil so finde ich das ein bisschen blöd tatsächlich, wie das da ist. Armen Tierchen, das ist doch keine artgerechte Tierhaltung hier. So. Da kriegen die genug Platz. Wir haben ja hier genug Platz. Bis zur Windmühle kriegen die Platz. So, wenn man eh einmal dran ist, kann man hier direkt alles wegmachen. Jetzt muss ich aber alibimäßig mit F7. Okay, man sieht gar nicht mehr, wo ausgeleuchtet ist und wo nicht. Heißt für mich, ich übertreibe noch mehr. Ich weiß nicht, warum man das nicht mal angezeigt kriegt, keine Ahnung. Wir holen aber jetzt auch mal. Das Windrad kann es nicht töten, wenn wir gegenspringen. Das ist schon mal gut. Dann packen wir mal hier die Erde rein. Steine. Werkzeug gehört ja dazu. Die brauchen wir jetzt die ganze Zeit, ne? Feuersteine hier mit rein. Die Mischmaschkiste, die restlichen Utensilien. Beziehungsweise mit den Böden hier können wir das neue Gebiet umhüllen. So. Auf jeden Fall Sticks da draus. Und dann Zäune. Hier werden die Zäune noch anders gemacht. Und zwar so, genau, okay. Jetzt brauchen wir noch einmal den Hammer.
Okay, so. Oh, aber gefährlich hier. So. Dann hauen wir das nämlich hier einmal weg. Und hoffen einfach, dass hier in der Zwischenzeit gleich nichts spawnt. So. Da haben wir nämlich einen neuen Plan, was wir jetzt hier machen. Hier verlegen. Kann er nicht mehr mit F7 gucken, wo jetzt was noch weg muss und wo nicht. Wow, ganz vergessen, da können ja Silberfische rauskommen. Da war ja was. Autschi. Au. Eigentlich eine Rüstung. Ach, ich habe meine Rüstung an. Ja, easy. So ein paar Level. Bisschen was essen nebenbei. Da haben wir meine Karotten. Bitte wieder recken. Deswegen sind auch diese scheiß einzelnen Steine immer übrig geblieben. Zum Beispiel dieser hier auch. Oder auch nicht. Oder dieser hier. Oder auch nicht. Alles klar. So, die Bahn nehmen wir jetzt nochmal weg hier. Ah. Oh. Das ist ein Ramop. Wow, Action! Ich wollte natürlich hier nichts in Flammen setzen. Alles weg? Alles weg! Okay. Puh. Ein bisschen Action endlich mal hier, wa? Ich bin ja zum Glück noch nicht durch einen Mob gestorben. Zum Glück, muss ich sagen. Ah, jetzt gehen die Mistviecher mir auf die Eier hier. In jedem scheiß Block ist wieder so ein Ding drin. Muss nur schnell genug laufen, falls tatsächlich ich jetzt zu viel verlieren sollte. Falls da irgendwie nochmal so ein Rare-Ding drin ist. Her. Alter, die vermehren sich ja sogar. So. Meine heutige Aufnahmezeit ist zu Ende. Oh Gott, da muss ich ja ganz schnell rein.
Ich würde sagen, das war's mit der Folge. In der nächsten Folge bauen wir da oben weiter. Und dann würde ich sagen, bis demnächst. Tschüss.